Wie viel kostet das Ding? 22 Euro. 22, oha. 1 bis 10, was würdest du geben, wenn 10 das Beste ist? Moin, ihr Lieben! Schön, dass ihr am Start seid und schöne Grüße aus Buxtehude Süd. Heute gibt es ein Special-Video. Zum einen, weil es zum Kulivu nach Berlin geht, da werden wir den Adlon-Döner testen. Er hat sich den ausgesucht. Ich weiß, umstrittenes Thema. Viele sagen richtig geil, viele sagen scheiße. Ich werde euch aufklären und auf jeden Fall werde ich einen dicken Döner durch seinen Helm durchquetschen. Das werdet ihr sehen. Und es gibt heute einen 100€ Amazon-Gutschein auf meinen Nacken zu gewinnen für einen Kommentar für den nächsten Döner, wo ich hinfahren soll. Da werde ich mir einen aussuchen, wird angepinnt in die Kommentare. Wir fahren jetzt erstmal nach Berlin. Ich kriege einen Leihwagen. Ich soll ein richtig geiles Ding kriegen. Überraschung. Ich bin gespannt, ob ich jetzt eine Dreckskarre kriege oder nicht. Ihr werdet es auch sehen. Und ja, jetzt geht's los nach Berlin. So, Live-Reaction. Was für ein Auto ich kriege, ist eine Überraschung wohlgemerkt. Der Ehrenmann ruhig hat geklärt. Ich höre auf, ist gute Überraschung. Sagt Bescheid, wenn ich irgendwo gegenlaufe, ne? Okay, kann ich mich umdrehen? Oh, Mashallah, Jungs. Ehrenmänner. Oh, ich schwör's euch. Wer hat das von euch geklärt? Sei ehrlich. Jungs, ich schwör's euch. Iminumi Patri. Espiritu Santi. Geil, Mann. Geil, Mann. Das ist eine gute Karre. Oh, Mashallah. So was habe ich verdient, ich sag's euch. Genau so das habe ich verdient. So habe ich mir das vorgestellt. Oh. Damien am Start. Chris, grüß dich. Grüß dich. Der gute Kulivu, wer ihn unter dem Namen vielleicht kennt. Chris, eine Frage vorweg, ne? Hast du schon mal Adlon-Döner gegessen? Ja, das war heute meine Empfehlung. Ich habe selber noch keinen Adlon-Döner gegessen, aber ein Kumpel, der hat hier gearbeitet und der meinte, dass hier den wohl teuersten Döner Deutschlands gibt. Ob das stimmt, weiß ich nicht genau, aber er soll, glaube ich, 19 oder 25 Euro kosten. Ja, wir haben es beide nicht überprüft, aber er ist, glaube ich, der teuerste. Ja, genau. Ne? Sorry, dass ich heute so dulli aussehe, aber ich zeige mich halt nicht. Ja, aber neben dir fällt es ja. Ja, neben mir ist der Standard, da sieht jeder gut aus. Das ist so, ich bin die dicke Freundin, die irgendeine andere mitnimmt, so wisst ihr. Ja, also, um es auf den Punkt zu bringen, wir testen den Adlon-Döner. Sehr polarisierendes Thema. Manche sagen so, ist gar kein Döner. Manche sagen so, derbe geil. Er ist sowieso immer Geschmackssache, aber ich als wirklich der einzig ernstzunehmende Döner-Tester in Deutschland hat die Aufgabe, euch das näher zu bringen, wie es schmeckt. Ihr müsst denn für euch entscheiden, ob ihr es mögt oder nicht. Das muss jeder selber wissen. Ich bin auch mal gespannt, wie groß der ist. Ob der Preis gerechtfertigt ist oder ob das einfach nur so ein Adlon-Preis ist, von wegen, ja, okay, wir bieten hier Wasser für 12 Euro an, dann bieten wir auch einen Döner für 25 an. Kann ich mir auch vorstellen, aber safe bin ich mir sicher, die Fleischqualität ist geil. Und ja, da ist mal so aus den Videos, die ich schon gesehen habe. So, damit ihr so ein Feeling habt, wie es von vorne aussieht. Zack, hier haben wir das Adlon-Hotel, waren eben schon am Start. Hier, damit ihr Holle mal in Action seht, überall ein bisschen Fotos fürs Thumbnail und so, ne? Also ich bin überall. Das sieht so aus wie Spaß, ja, aber es ist alles kein Spaß. Und jetzt, wenn die den 31er-Move machen, ich bin nach Berlin gekommen und die wollen nicht, dass ich da drinnen filme, also dann wäre ich ziemlich enttäuscht. Also die werden mich ja wohl kennen. Dann filmen wir heimlich. Also wir dürfen nicht drinnen abfilmen. Ich hab's mir fast gedacht, PR-Abteilung nicht da. Ja, das heißt, wir werden hier an den Tischen Platz nehmen. Gucken wir mal. Also den Döner kriegt ihr trotzdem zu sehen. Guck mal, das ist einfach gehoben hier, was man hier dazu kriegt. Da kriegt man nicht irgendwie, keine Ahnung, was kriegt man normalerweise? Nüsse, einfach so Standardnüsse. Hier kriegt man so Wasabi-Nüsse und so. Nehmen wir auch die billigen vom China-Markt, sag ich jetzt mal so. Würdest du nicht auch sagen, Chris? Ich hab's jetzt noch nicht gekostet. Aber vom Aussehen, ne? Wir werden verarscht, weißt du, zahlst hier 20 Euro für einen Döner? Nein, liebes Adlon Hotel. Das sind bestimmt hochqualitativ, aus eigener Brennung. Schöne Aussicht auf jeden Fall aus Brandenburger Tor. Moin. So, was haben wir da Schönes? So. Sag mal ganz kurz, was ist das überhaupt für Fleisch da drin? Da haben wir schönes Kalbsfleisch, ja. Rosa gebraten, klassischer Döner mit schöner Trüffelmayonnaise. Ui. Ganz, ganz lecker. Und Brot auch selber gemacht? Brot ist nicht selber gemacht. Nicht selber gemacht, macht nichts. Wie viel kostet das Ding? 22 Euro. 22, oha. Und hast du selber aber schon gegessen auch mal, ne? Auf jeden Fall. 1 bis 10, was würdest du geben, wenn 10 das Beste ist? 10 plus. Lügner, musst du sagen. Also was mir sofort auffällt, ist sehr viel Rotkraut drin. Übertrieben viel Rotkraut. Übertrieben viel Rotkraut. Worauf ich mich besonders freue, ist die Trüffelmayo. Ich liebe Trüffelmayo. Ja, meine Freundin liebt Trüffelmayo auch. Ich stehe dem neutral gegenüber. Keine Gurke drin, Zwiebel auch nicht drin, glaube ich. Mhm. Oder ist das hier unten Zwiebel? 19 Euro nur. Macht nichts, lass mir so drin. Dann nehmen wir noch einen. doch nur 19 Euro. Dann nehmen wir noch einen, oder? Dann nehmen wir noch einen, ja, wenn das so günstig ist. Also ich muss sagen, erstmal von der Optik, irgendwie sieht mir das so dunkel aus. Dicke Fleischstücken mariniert. Wirklich dieses Kraut, was aussieht, ich gehe mal von aus, selbst eingelegt, so ein paar Kräuter zwischen. Die Trüffelmayo dringt durch. Sehr hartes, dickes Brot. Irritiert mich. Irritiert dich das auch? Ja, vor allem, dass es unten offen ist. Ja, der ist unten offen, der Kollege. Es sapst anscheinend unten raus, sodass das durchbricht. Boah, ich weiß nicht.
Ganz kurz Werbung unterbringen für ZEK Plus. Kreatin im Angebot bis zu 9,8. Ich blende es mal eben kurz hier oben ein. Mein Favorite Nahrungsergänzungsmittel, weil ich euch sagen kann, hilft 100%. Meisterforsches Nahrungsergänzungsmittel, Energiegewinnung, essentiell. Also wirklich, ihr habt mehr Power. Es ist einfach so. Dazu noch Top-Qualität Made in Germany von ZEK Plus. Und es geht weiter im Video. Mich triggert ein bisschen, dass das Rotkraut noch so flüssig ist, dass es halt die ganze Zeit unten raustropft. Für mich muss das Rotkraut richtig abgeschüttelt sein und da darf wirklich, das darf nicht rumsuppen. So. Das darf ich nicht. Erst hat es mich nicht so geflasht, aber ich sag mal, als diese Trüffel-Mayo mit rein ins Spiel kam, hat es auf jeden Fall, war es eine runde Sache. Ich sage euch erstmal so, anders. Ich habe ein sehr dickes Brot, nicht selbst gemacht. Hätte ich hier erwartet für 19 Euro, wirklich, das hätte ich erwartet. Wie Chris eben auch schon sagte, sehr sapschig und da habe ich bei mir nicht so gemerkt, aber bei ihm, es tropft auf den Teller richtig. Ihr habt eine ganze Tomate drin. Kann gut sein, kann nicht gut sein. Es hört sich sehr kritisch gerade von mir an. Vielleicht zu kritisch in dem Moment. Die guten Sachen habe ich jetzt noch nicht gesagt. Das war erstmal die Kritik, weil irgendwie bei 19 Euro bin ich sehr kritisch und versuche erstmal irgendwie, normalerweise bin ich immer positiv beim Döner, immer erst das Beste irgendwie. Ich erwarte was Gutes, ich bin positiv. Aber hier gehe ich da anders ran. Bei dem Preis, da sind ein, zwei Sachen, die hätte ich nicht so erwartet. Das muss ich sagen. Das ist die schwerste Bewertung, die ich je hatte, ehrlich. Das allerschwerste, was ich je zu bewerten hatte. Also erster Eindruck war erstmal reingebissen und deutlich mehr erwartet. Es war irgendwie trocken gewesen. Das Rotkraut war mir zu kräftig im Geschmack gewesen. Als dann mit dem zweiten und dritten Bissen so ein bisschen diese Trüffelmayo mit dazu kam, dann war das auf jeden Fall erstmal eine runde Sache. Rot war mir ein bisschen zu hart. Ich muss sagen, das Fleisch schmeckt wirklich sehr, sehr gut, aber ist eher so medium. Normalerweise kennt man das ja, dass das Fleisch durch ist und deutlich härter ist. Und ich finde, dass das Medium-Fleisch nicht wirklich in den Döner reinpasst, auch wenn das Fleisch wirklich sehr gut schmeckt, aber halt nicht in einem Döner. Okay, wenn du was Gutes abgewinnen könntest, dem Ganzen, was würdest du denn abgewinnen? Also wiederum ist das Gute, dass das Fleisch wirklich sehr, sehr lecker schmeckt. Trüffelmayonnaise in einem Döner ist wirklich was Cooles. Wir haben jetzt aufgegessen, nur schon mal so vorab. Wir werden gleich Bewertung abgeben. Das Beste, er hat Chris Döner einfach abgeräumt. Er wollte eigentlich noch essen, einfach mitgenommen. Er hat nicht gefragt, 19 Euro. Scheiß drauf, so. Wir haben eben zwei Chai-Tee bestellt, ja? 25 Euro, ne? 25 Euro, heftig. Also das heißt zwei Döner, zwei Chai-Tee und eine Cola, 75 Euro Rechnung. Also das ist schon eine Hausnummer. Ich muss das mal festhalten, Chris, ich glaube, wir fühlen das gleich, wir hatten übelst den Struggle bei der Bewertung, ne? Ah, es war mega schwer. Also vor allem diese ganzen Sachen einfließen zu lassen, Preis, Geschmack und ist ja kein normaler Döner. Also ich versuche jetzt so anzufangen, pass auf, ich bringe es euch auf den Punkt, so dass ihr es komplett nachvollziehen könnt. Wir gehen erstmal nur von dem Inhalt des Döners aus. Es ist ein gutes Fleisch, die Marinade kam für mich nicht ganz durch, die Mayo war super, der Salat war wirklich top. Er war top mit schönen Koriander, meine ich, ausgemacht zu haben, schöne Säure, war super, aber die Umsetzung von dem Inhalt zu kombinieren auf dem Teller, super, aber das mit einem Döner zu matchen und zu sagen, ich tue das in einem Brot, ich verkaufe das als einen Döner, funktioniert für mich nicht. Ja. Es hat nicht funktioniert und dennoch, die Flüssigkeit lief durch, das Brot war eingekauft, bei dem Preis muss ich sagen, wirklich, da hätte ich mehr erwartet. Jetzt kommst du, Chris. Erstmal habe ich den Döner bekommen und für mich war das Brot kalt. Es war so, wie Brot kommt hoch aus dem Toaster, aber du nimmst es nicht sofort raus, sondern erst nach 3-4 Minuten, dann ist es hart, aber nicht mehr lauwarm so. Ja. Das war schon mal so ein kleiner negativer Aspekt. Das Rotkraut hat eigentlich ganz gut geschmeckt, aber es war so flüssig, also dass es sich so durchgesuppt hat durch den Döner, dass ich einfach das letzte Viertel von dem Döner nicht mehr essen konnte, weil es einfach eklig schmeckt, so Brot mit vollgesuppten Rotkraut. Trüffelmayo hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Das Fleisch war auch sehr gut, aber Fleisch hätte ich mir eher als Steak-Variante vorgestellt auf einem Teller, anstatt jetzt in einem Döner so. Sie haben es nicht hingekriegt, dieses Döner-Feeling hinzukriegen. Deshalb sage ich euch jetzt auch meine Benotung. Wir haben anonym, haben wir beide eine Benotung gegeben, 1 bis 10 Standard von mir. Und das begründe ich noch mal ganz kurz. Eine 7,2 von Chris. Du hast eine? Sogar nur eine 5,6. Ich muss sagen, 5,6. Ich würdige die Zutaten, die top waren. Aber im Vergleich zu irgendeinem Top-Döner und dennoch, der Preis absolut nicht gerechtfertigt, hat nichts irgendwie mit dem besten Döner Deutschlands zu tun. Man kriegt einen Döner und selbst nicht mal das Brot ist selbst mal für 19 Euro, finde ich schwach. Aber ja, die Zutaten waren top, das Fleisch war top. Deshalb von mir auch noch eine relativ gute Bewertung. Aber mit Döner hat es für mich nichts zu tun. Ja, für mich auch nicht. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Chris, gerne ein Abo dalassen, macht geilen Content bei sich auf dem Kanal. Genau, und dann danke ich dir auch nochmal fürs dabei sein. Ne? Lass ein Abo da, Daumen oben, Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Video.